Wir sind mittendrin in der Fußball-Europameisterschaft und vor Beginn der Europameisterschaft war ja die große Frage und auch der Wunsch, kann es nicht ein Sommermärchen 2.0 geben? Fußballerisch und auch wirtschaftlich. Ja, fußballerisch, jedenfalls in dem Augenblick, in dem wir aufnehmen, ist noch alles drin. Wirtschaftlich ist bisher eher die Schlussfolgerung nicht wirklich. Denn wir hatten gerade aktuell den IFO-Index, wir hatten den Einkaufsmanager-Index und alle Konjunkturindikatoren zeigen eher wieder nach unten. Wir sehen, dass die deutsche Wirtschaft Probleme hat, richtig Fahrt aufzunehmen. Und ich fürchte, dass wir auch im Sommer kein Sommermärchen wirtschaftlich bekommen werden, sondern weiterhin über Stagnation sprechen. So eine Fußball-Europameisterschaft kann vielleicht ein Stimmungsveränderer sein, aber wir sehen historisch, dass das keinen großen Effekt hat auf die Wirtschaft. Maximal 0,1, 0,2 Prozentpunkte mehr Wachstum, wenn alles richtig gut läuft. Worauf die Fußball-Europameisterschaft einen Einfluss haben kann, ist aber auf die Dienstleistungsinflation. Schauen wir uns einfach nur mal an. Die Preise in Restaurants, für Nahrungsmittel, in den Hotels werden jetzt in den Sommermonaten steigen. Und das ist nochmal ein extra Faktor, der dafür spricht, dass der Inflationsdruck nicht nur in Deutschland, aber in der gesamten Eurozone über den Sommer nochmal zunehmen wird. Die EZB war ja auch großer Titelfavorit. Favorit auf den Titel, welche Notenbank senkt die Zinsen als erstes und am schnellsten. Also der erste Schritt ist gemacht, Leitzinssenkung im Juni, aber mit dem hohen Inflationsdruck, der doch noch nicht nachlässt, mit auch noch mehr Lohndruck, der über den Sommer kommen wird, mit einer Wirtschaft, die zwar nicht richtig läuft, aber auch nicht schwach genug ist, gehe ich eigentlich immer mehr davon aus, dass wir im September keine weitere Zinssenkung bekommen werden, sondern erst zum Jahresende nochmal eine zweite Zinssenkung und das war's dann. Ob das reicht, ja, mit einer Art Mauergeldpolitik den Titel zu gewinnen, werden wir dann nach dem Sommer sehen.